Hallo, hier ist Tante Martha mit der Geschichte über die Bibel, jeder Tag mit Jesus. Ich will gut Wasser holen, sieht Karl. Er nimmt sich ein Armer und rennt über den Wasserspring, wo hinter das kleine Haus schält. Am Ding dort sehr schön. Er und seine Familie werden für eine Weg weit im Wald angefahren. Papa, sein Freund, hat ein kleines Haus im Wald, wo er Fürken Hahn fuhr, bloß um sich freuen und fischen. Nu hat der Freund an angeboten, dass sie können durch für eine Weg in sein Haus sein. Papa hat das Angebot kurz angenommen. Er war müde von einer sehr trockenen Zeit bei seiner Arbeit. Und er dachte, dass für eine Weg weit auf im Wald bloß mit seiner Familie top, wird sehr schön gehen. Und Karl freut sich durch sehr tau. Das war mehr so, als die Menschen in der alten Zeit gelebt haben. Sie hatten keine Lichter. Alles muss mit Lampen oder mit Teuchlichter tun. Alles wie altmodisch. Sie mussten auch Wasser drehen von der Wasserspring und dort wie Karl seine Arbeit. Karl drückt den Armer voll frische, drehendes Wasser am Hüsten und sieht, das geht schön. Papa checkt nur arm und sieht, wenn die das so schön geht, kannst du kurz noch ein Armer Wasser holen. Hier, brück diesen Armer. Karl nimmt den Armer, aber er ging nicht kurz rüht. Papa, das Armer ist eklig schwinsch. Den kann ich nicht brücken. Willst du von so einem schwinscher Armer Wasser trinken? Oh, nee, sieht Papa. Deine Mama und ich wollen von diesen reinen Armer trinken. Du kannst diesen schwinschen Armer brücken für dich selbst. Karl checkt seine Papa ganz verblüfft an. Er wisst nicht, was du erreicht wie mit seinem Papa. Woran wird er so sein? Papa redet wieder. Ich dachte, dass die Riese würde dich nicht bodern, Karl. Du gibst nicht Raum, was für eine Schöne du in deinem Verstand anlässt. Und du wirst dachte ich, du wirst auch nicht Raum geben, was in deine Mäunen kommt. Mein Verstand? Papa, von was redest du? Frug Karl. Deine Mama vertelt mir, dort aus sie von dir aus Samaris deine Sachen alle anpacken deut, zum hierhin kommen, fangen sie mehrere Becher und Bilder in deine Stuf, wo du sehr eklig sind. Karl hängt seinen Kopf rauf und wird ganz rot im Gesicht. Er schämt sich sehr. Aber Papa redet wieder. Als ich ein Jung war, wohnen wir auf einer Farm. Wir hatten immer zwei Amas beim Haus. Und wir der reine Wutterammer. Den hat meine Mama immer reut zum scheinet kaltet Wasser mit Papa mitschicken, wenn er Büten in der heute Sonne schaufen deit. Der andere Armer wie der Trankammer. Den Armer hat wie immer hänge dort Hüs ab den Schifffahrt stehen. Dort ist, wo all ans Trank nangeschmeten wird. Wenn der erst so meier Fall wie, dann wird all der Trank nur der Schwein gebracht. Der Armer wie immer geries. Wir brauchen nicht mal den Rhein zu holen. Da wir fürken sehr schwinsch in Stunk sehr. Weiz, du kannst den Verstand brücken aus ein reiner Wutterammer oder aus ein schwinscher Trankammer. Wenn du so eine schlechte Becher lesen des, in so eine schlechte Bilder besäuen des, dann fällst du den Verstand mit Dreck ab. Und dann hast du kein Rühm für das reine Wutter von Gott sein Wut. Und wo du in den Verstand nennen lässt, dort kommt mir die Zeit auch rüht und wo du leben des. Karl wird dort ab irgends wichtig. Ich weit dort als Arach, und ich fühl mich sehr schlecht zu wehen. Was soll ich nu zu wehen tun? Frug er. Papa lädt seine Hand leuchtturlich ab Karl seine Schulter und sieht, Frau den Herrn, die dort zu vergeben. Er wird die dort alle verzeihen. Frau auch, dort hei wird die schlechte Gedanken über den Verstand rüht waschen. Und dann blieb weich von so einer schlechten Becher, Bilder und Films. Blieb auch weich von der Freund, wo die Wellen in so ein schlechtes Leben anlagen. Und fäll den Verstand in deine Gedanken ab mit Gott sein Wort in so ein, wo Gott in Rhein ist. Von hier wieder, wo ich abhassen, wo ich in mein Verstand nennen kommen lud, sieht Karl. Ich will dafür Krieg so sehr abhassen, als ich für meine Mörder. Ich will nicht in ekliger Trankammer sein.
Hier noch eine Frau. Mit Wort fällst du dein Verstand ab? Lass du dir alle Sorten anrennet und schlechtet nennen? Du hast sehr viel in dieser Welt, was uns verlocken kann. Dort ist nicht schwer, schlechte Bücher oder Bilder oder Films zu finden. Völken haben unsere Freunde und Mitmenschen auch sehr schlechte Reden und Geschichten zu vertellen. Dort ist wichtig, dass wir uns selbst weichholen von Sound, was nicht gut ist. Wenn uns Verstand voll von sinnvollen Gedanken ist, dann bleibt durch kein Ruhm vor Gott sein Wort. In bald fangen wir an so zu leben, als die schlechten Gedanken uns einbilden tun. Frau Gott, die zu helfen, dass du dein Verstand in deine Gedanken kannst reinholen. Hier noch ein Bibelvers zum Auswendiglernen. Dann zu guter Letzt, Brüder, was Wahrheit ist, was zum Achten ist, was gerecht ist, was rein ist, was leuchtturig ist, was einen guten Raub hat, was gute Eigenschaften hat, was zu loben ist. Damit geht ihr auf in eure Gedanken. Philipper 4, Vers 8.